Wie lange hast du gestern geschlafen? 7, 8 Stunden? Oder vielleicht doch nur so wenig, dass du heute gerne ein Mittagsschläfchen einlegen würdest? In diesem Video gehen wir der Frage nach, ob Powernaps wirklich gut sind und wenn ja, für wen sie geeignet sind. In Teil 1 dieser Videoreihe erkläre ich bereits die Grundlagen des Schlafens. Ich kann dir das nur wärmstens ans Herz legen. Vor allen Dingen, wenn du verstehen möchtest, warum Schlaf so wichtig ist und wie du Schlaf gezielt an deine Bedürfnisse anpassen kannst. Den Link dazu findest du natürlich hier oben in der Infokarte. Schauen wir uns kurz an, wie der Schlaf-Wach-Rhythmus eines normalen Menschen aussieht. Die meisten von uns sind hoffentlich tagsüber wach und aktiv und schlafen dann nachts zwischen 7 und 9 Stunden. Vormittags sind wir hoffentlich recht aktiv und am Nachmittag kann man im EEG, also im Elektroenzephalogramm, einen Einbruch unseres Aktivitätsniveaus erkennen. Egal, ob wir zu Mittag nur einen kleinen Salat oder eine Schweinshaxe oder gar nichts gegessen haben. Es mag vielleicht sein, dass die Schweinshaxe dich komplett ausnockt, aber ums Mittagstief kommt grundsätzlich keiner herum. Interessanterweise legen in den Blue Zones, also in den Orten, wo Menschen besonders alt werden, traditionell Mittagsschläfchen ein. Auf der Insel Ikaria wird beispielsweise jeder dritte Mensch mindestens 90 Jahre alt. Daher hat sich diese Insel auch übrigens den charmanten Beinamen erarbeitet, die Insel, wo die Menschen vergessen zu sterben. Nickerchen scheinen also eine tolle Sache zu sein. Aber vielleicht gibt es auch einige Leute, für die Mittagsschläfchen weniger geeignet sind. Und das ist tatsächlich so. Wenn du zum Beispiel Probleme beim Ein- oder Durchschlafen hast, ist es vielleicht eine ganz gute Idee, das Nickerchen mal wegzulassen, weil Mittagsschläfchen logischerweise den Schlafdruck senken. Wenn du zum Beispiel Probleme beim Ein- oder Durchschlafen hast, sind Mittagsschläfchen vielleicht eher kontraproduktiv. Man kann sich das eben ungefähr so vorstellen, dass man im Laufe des Tages einen immer größeren Schlafdruck aufbaut, so wie wenn man quasi mal einen Autoreifen immer weiter aufpumpen würde. Und wenn man dann einen Mittagsschlaf macht, dieser Schlafdruck eben wieder reduziert wird, abgebaut wird. So wie du auch bei einem Autoreifen zum Beispiel einfach ein bisschen Luft herauslassen würdest. Und logischerweise ist man am Abend dann auch weniger müde und hat dann auch vielleicht größere Schwierigkeiten einzuschlafen. Und logischerweise sollte man das Mittagsschläfchen auch wenn überhaupt dann am Mittag und nicht am späten Nachmittag oder am Abend machen als Abendschläfchen, weil man dann, wenn man dann auch gerade wieder aufgestanden ist, vielleicht auch wieder sehr wach und erholt ist. Und wenn du dich dann kurze Zeit später wieder schlafen legen möchtest, wird es vielleicht nicht funktionieren, weil du ja gerade eben erst aufgestanden bist. Also macht es auch durchaus Sinn, das nicht allzu spät zu machen. Ideal sind Mittagsschläfchen, die 20 Minuten oder weniger dauern, weil bei längeren Zeiträumen der Schlaf immer tiefer wird und du dementsprechend auch schwieriger aus dem Quark kommst. Und die Erfahrung hast du wahrscheinlich auch schon mal gemacht. Für nähere Infos kann ich dir wieder mein Video zu den Basics des Schlafens empfehlen. Das war jetzt auf jeden Fall das Wichtigste, was du zum Thema Naps und Mittagsschläfchen wissen musst. Nächste Woche geht es dann um den Zusammenhang zwischen Schlaf und Alkohol. Bis dahin kannst du dir gerne meine Videos rund ums Thema Schlaf, Ernährung und Bewegung anschauen. Den Link dazu findest du gleich hier. Also, bis gleich.